Enjoy the fun. It all began in 94, kept on rolling in 95. We were in place in 96, it came to the end in 97. And now it comes, and here we go, KOF is here again. Nothing's gonna stop us, 1998. So, willkommen in der nächsten Runde bei Kapitel 4.3 in Resident Evil 4. So, wo sind wir denn hier gelandet? Na, was soll das denn? Ja. Okay. Ah, ich erinnere mich, jetzt kommt die Statue, ne? Da ist sie nämlich, die Riesenstatue. Ja, okay, wir gucken mal, ob wir das schaffen. Die Kanzlerin würde ja jetzt sagen... Gemeinsam schaffen wir das. Ne? Und solange ihr da seid, schaffen wir das. Angela Merkel führt die Menschen in das Licht. So, erstmal alles einsammeln. Die Gegner kommen noch nicht. Wir haben noch unsere Ruhe. Schau mal, ob wir was nehmen. Ja, natürlich nehmen wir was. Okay. Früher hat Torben eher mit Patienten gearbeitet, jetzt mit dieser Puppe. Die Puppe kann auch Geräusche von sich geben. Also da ist ein Lautsprecher eingebaut. Das kann, man kann ein Stöhnen rein. Man kann mit dem Patienten sprechen. Haben Sie Schmerzen? Ja. Ein verrückter Kerl, dieser Sarasa. Nee. Ich glaube, ich habe mich gehört. Jetzt werden doch hier die Gegner getriggert, oder? Ja. Muss ich jetzt hier nochmal irgendwas machen, oder? Was mache ich jetzt? Okay. Ich muss hier lang, ne? Ja. Ah, das ist gut. Wie von Geister. One apple a day keeps me away. Schau mal ein bisschen. Das ist nochmal hier so rum, ne? Okay. Vorsichtig sein, weil diese Szene hier ist gar nicht mal so gefährlich. Ah!
Sagt Hallo, um so eine Präzision zu bewerben. Lief auch schon mal besser. Fehlt aber doch das. Da ist dieses und jenes nicht aufgeführt. Jawohl! Das ist Absicht. Bescheid wussten nur ganz wenige. Es bewegen sich, glaube ich, beide Arme. Ideale Zeiten für uns. Herrlich. Oh, Hilfe! Okay. Gute Alte. So. Probieren es aber auch immer wieder. Meine Fresse, Leute. Okay, Quicktime, würde ich sagen. Das ist nur noch Gaga, meine sehr geehrten Damen und Herren. Indiana Jones, ja! Ob wir überhaupt kurz aus dem Saal dürfen, um auf die Toilette zu gehen, wie lange das dann dauern darf, oder ob wir dann sofort unseren Platz verlieren. Jetzt kommt noch mehr Indiana Jones-Style. Hilfe! Ich eine Frage. Ah, oh, ne, geht dem ja um den Sack.
war auch so eine Stelle, wo das bei einem Let's Play, was ich schon mal gesehen habe, abgestürzt ist. Weil da war so ein Bug irgendwie, dass es nicht richtig funktioniert hat. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual. It's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Nicht die Hand. Sehen Sie? So schnell kann das gehen. Sag mal, geht's irgendwo noch? Willst du mich eigentlich umbringen, hä? Eine coole Sequenz, finde ich, ey. So, jetzt gibt's noch mal richtig Arbeit. Arbeit, 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 Arbeit. Aber wir machen das schon. Das übersieht man auch sehr leicht. So, ein bisschen Munition wieder. Okay. Wir werden jetzt noch mehr Munition verbrauchen. Nämlich unser Freund, der vom Dienst. So, überlegen, dass hier einer auf uns schießt, der das für ein Scheiß. Sie kennen mich. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Wer macht hier oben jetzt schon wieder Quatsch? Okay, jetzt machen die Leute von unten Quatsch. Es handelt sich hier nicht um eine Fehlentscheidung. Es handelt sich nach meiner Auffassung um eine richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Was einen die Leute hier auf den Sack gehen. Ja. Aber gut, sie wurden ja so programmiert. Die können gar nichts dafür.
richtige Entscheidung. So, weiter geht's. Wem das nicht passt, der kann sich ja beim scheiß Verfassungsgericht beschweren. Rein. Dann wird's ein bisschen gefährlich. Haben wir schon mal ein Problem weniger? So, und jetzt ist hier noch ein kleiner Licht. Oh, wow, okay. Das ist doch. Hier die drei Armbrustleute, richtig nervig. Gemütlich. Auf Tuchfühlung mit dem Tod. Das Wasser steht uns bis zum Hals. Ja. Will ich hier jetzt nicht umbringen Freunde. So, der Typ war gerade in einer Invincible Frames Phase. Okay, ich mache jetzt auch mal noch mal eine andere Phase. Oh. Ah, genau, ich habe doch noch so eine dumme Brandgranate. Die benutze ich doch sowieso meistens. Keine Munition mehr. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ding Dong. Guten Tag. Guten Tag. Der Abschnitt ist auch ein bisschen nervig. Hier kann man jetzt auch noch mal irgendwo einen Schatz kriegen. Kann man auch sehr, sehr leicht übersehen. Oh, auf jeden Fall.
Da kann man nämlich auch noch mal runter. Dann gibt es hier noch was Kleines, Schönes. Toll. Ich glaube, das war alles, ne? Ja. War alles eingesammelt? Ja. Schön. So Leute, jetzt kommen wir langsam zum Ende, wo wir endlich den nervigen Raketenwerfer wegbringen, weil der stört ja theoretisch nur, solange er nicht benutzt wird. Und das machen wir jetzt gleich. Da sparen wir uns Arbeit und Munition. Ein Euro! So. Welcome. Ja, willkommen zurück. Got some rare things. What are you selling? Okay, erstmal diese. Is that okay? Thank you. Was haben wir schönes? Is it Plunder? Thank you. Is it Thank you. So. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Ah. Thank you. What are you buying? Hey, cool. Thank you. Können wir beim nächsten Mal das Exklusiv-Upgrade kaufen? Ja. Und dann wird die Waffe der Renner. So. Lassen wir mal. Okay. Come back anytime. Okay. So, dann nehmen wir jetzt mal den Raketenwerfer, weil... Panzerfaust ist relativ einfach zu bedienen. Ja, ich habe tatsächlich keinen Bock auf diesen Endboss hier. Ah! Alle Leute wollen, dass er geht. Und er will nicht gehen. Warum nicht? Kann er nicht hören? Kann nicht verstehen? You just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? So einfach geht das. Stellen Sie sich das nur mal vor. I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Mr. Kennedy, welcome. Sind seine Hände wieder total geheilt. Ich glaube, das ist eine ernste Situation, mit der muss man sich angemessen auseinandersetzen. Was für ein verrücktes Gegnerdesign. Doch nicht mehr normal. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Nervig. Ich finde den nervig, den Gegner. Der macht auch keinen Spaß. Deswegen benutze ich da immer den Raketenwerfer. Ich kann auch ernst. Haben wir uns haufenweise Zeit und Munition und auch noch Platz gespart. Es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man diesen Raketenwerfer endlich los ist.
Sehr witzig, dass der dann auch liegt, der Raketenwerfer. So. Ist immer so ungewohnt, wenn die Kamera hier so runtergefahren ist. Also im Vergleich sieht man Leon jetzt hier eher von... ungewohnt irgendwie. So, hier sind noch mehr Sachen. Und jetzt sollten wir, glaube ich, alles haben, oder? Ich habe Luftballons und Gasflasche, habe aber keine Schnur. Ich will meine neuen Gasflaschen haben. Oder ist hier noch was? Ja. Jetzt sieht es OP-mäßig aus, ne? Aber wir werden diese ganze Munition und den Kram, den wir gesammelt haben, gleich hervorragend gebrauchen können. Wir sind nämlich in der neuen Location. Und zwar... die Insel. Die größer ist als Berlin. Wie das gesamte Bundesland Hessen. Eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland. Halb so groß wie Sachsen. So groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Das ist fast dreimal so groß wie Mallorca. Idiot. Fuck. Jetzt hat die Schlange mir auch noch den Rest gegeben. Die Würde des Tieres ist unantastbar. Na gut. Und da sind wir auch schon. Das ganze Inventar super voll gerammelt gleich. Aber got some rare things. What are you selling? Was können wir hier auch weggeben? Thank you. Thank you. Thank you. What are you buying? Krass, genau. Die kaufen wir uns jetzt. Und? Is there überall Freudenschüsse aus Maschinengewehren und selbst mit Panzerfäusten wird geschossen. Let's go! Dieser Mann sagt, dass sie eine Torte gemacht haben, um das zu feiern. Thank you. Herrlich. Schaut euch das an. 6,5. Ist doch krass, ne? Damit ist sie jetzt mehr als doppelt so stark. Und schau mal. Sie ist stärker als sie. Die erste Schrüffel ist doch krass, oder? Meine Fresse. Okay. Natürlich. Thank you. Auch höhere Feuerkraft. Das ist krass. Ich schaue aber mal, wie es mit den anderen Waffen aussieht. Die lassen wir mal. Genau, endlich haben wir jetzt wieder Munition für die Minenwerfer. Das ist nämlich auch selten für den Minenwerfer. Feuerkraft ist völlig unwichtig bei der Waffe. Deswegen ist sie jetzt eigentlich auch komplett. Die wäre als letztes 20.000. Ich spare aber mal das Geld lieber für die Magnum. Weil da sind die Teile auch besonders teuer. Die Magnum brauchen wir unbedingt. Aber wir haben die aufgepowerte Red 9. Jetzt fängt das Spiel erst an, Spaß zu machen. Mit Ada an der Seite. Need a ride, handsome?
Ja, gerne. Okay. Das ist so drollig. Also Leute, dann hoffe ich, dass es euch auch diesmal gefallen hat. Ohne Krawatte, das Hemd hängt aus der Hose. Mit Hand in der Tasche und Hemd über der Hose. Hand in der Tasche. Heraushängendes Hemd. Das Hemd über der Hose, die Hand in der Tasche. Ist zweifellos ein Charismatiker, dem man rein optisch auch die Hauptrolle in Die Hard Teil 6 zutrauen würde. Eine interessante Figur. Und falls dem nicht so ist, ist auch nicht so schlimm. Ja, speichern wir nochmal, weil ich sage mal ohne Speichern, ohne mich. Und bis zum nächsten Mal. Und hier ist Patrick. Ich denke, das wird noch eine Runde geben.